Hallo und willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes. Und heute wird es so eine Special-Folge und ich zeige euch alle Charaktere nochmal hier schön im Überblick. Um diesen Schalter zu betätigen, brauchst du eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand. Ja, das wollen wir jetzt nicht machen, das habe ich schon 300 Mal gemacht. Ja, dafür bin ich hier auf dem Empire State Building und das ist kein Scherz. Da oben ist der Empire State Building. Alle, wir auf die Spitze. Fliegen wir ganz hoch. Ah, ein bisschen höher. Früher war es der World Trade Center, jetzt ist es Empire State Building. Ich bin auf der Spitze. Ja, man sieht sogar die Wolken. Wolkenlos ist das auf jeden Fall nicht. So, kann ich Sturzflug machen? Wow, ist das gefährlich. Also, das will ich mir nicht trauen. Okay, ich will an irgendeine Stelle machen, wo es ruhig ist. Ja, hier kann man das gut machen. Auf dem Dach. Hallo, what the fuck? Kamera, was war das denn? So. Dann zeige ich euch alle Charaktere mal. Als erstes fangen wir natürlich den Iron Man an. Ich werde übrigens nicht diese Zwischencharaktere mir da angucken, also nur die normalen. Zeige sie euch nur hier in der Charakterisierung. Das ist Iron Man ganz standardmäßig. Also bei den Anfangscharakteren muss ich wohl nicht sagen. Hulk, die habt ihr ja schon im Let's Play gesehen. Spider-Man, der sich ja auch in Peter Parker verwandeln kann. Captain America. Und mit seiner anderen Form sieht er halt nochmal so ein klassischer aus. Okay, sieht man nicht. Mr. Fantastic. Hier ist nochmal seine weiße Form. Hawkeye. Black Widow. Wolverine. Da mit seinem Oldschool-Aussehen. Ja, da konnte ich nicht mehr aussehen. Menschliche Flagge. Flagge. Menschliche Fackel. Da. Thor. Warte, hier nochmal seine andere Form. Ohne Bart. Cyclops. Hier ohne Haare. Jean Grey. Und hier nochmal ihre Phoenix-Variante. Storm. Beast. Iceman. Die Unsichtbare oder die Invincible. Dann hier nochmal ihre weiße Form. The Thing. Nick Fury. Maria Hill. Und Agent Coulson. Dann geht's mit dem Aufräumdienst weiter. Das ist kein besonderer Charakter. Kurt Connors. Das war der mit der Echse. Warte, hier. Oh, Scheiße! Oh, ich hab einen Schwanz! Oh, ich bin der Eidechse. Ja, das klang irgendwie falsch. Kolossus mit seinen Eisenfäusten. Carnage. Gibt's ja jetzt einen Film auch schon wieder darüber. Wie hieß der nochmal? Captain Britain. Ich weiß nicht, warum der hier ist. Bullseye. Kenne ich nicht. Blob, das war der Dicke, der abnehmen wollte. Blade. Ich kenne nur Blade Runner. Also, nichts. Black Panther. Ist auch echt besonders, der Charakter. Black Cat kenne ich auf jeden Fall auch nicht. Black Bolt kenne ich auch nicht. Genau wie Beetle. Hallo? Der brauchte nur ewig zum Laden. Tante May. Kennt man natürlich aus den Spider-Man-Filmen. Die Oma oder, nein, die Mutter von Peter Parker. Dann, Arnim Solar. H-Angel. Ant-Man. Hier ist nochmal so eine kleine Form. Nein, jetzt wollte ich auch nicht aus Versehen auf Stan Lee gewechselt. Dann, Aldrich Killen, den man aus den Iron Man Film kennt. AIM Agent, ganz normaler NPC. Absorbian Man, keine Ahnung wer das ist. Abomination kennt man aus der Story. Daredevil kennt man aus dem Bonus Level.
Deadpool kriegt dann durch alle roten Steine. Death Warrior. Das ist eine Mini-Figur, eigentlich gab es die in groß, in dem ein Asgard-Level. Dr. Doom. Dr. Octopus. Und hier nochmal seine Filmvariante. Dann Dr. Strange. Doombot. Doombot V-Serie, also nochmal in groß. Dormammu. Habe ich den richtig ausgesprochen? Dormammu, oder? Drax aus Guardians of the Galaxy. Electro. Und Electro in Ultimate. Elektra ist, glaube ich, die Frau von Elektro. Emma Frost. Frost und Riese. Obwohl er nicht so Riese ist. Galactus. Leider nur in Minifigur. Gambit. Gamora. Auch wieder aus Guardians of the Galaxy. Ghost Rider. Ja. Der grüne Kobold. Der grüne Kobold ist am Start. Grüne Kobold in Ultimativ. Den kenne ich nur aus diesen ganz alten Filmen. Magneto. Hier ist nochmal seine magnetische Form. Also mit seiner Kuppel. Loki. Liberty State. Leader. Kenini. Das ist halt auch wieder so ein Eisriese. Hose, kenne ich auch nicht. Raven the Hunter. King Bings Schläger. Wärter von King Bing. Und da ist er auch wieder. Ich glaube, das soll eigentlich der Typ, also der Glatzen-Typ aus Spider-Man sein. Erstmal gucken, wie der nochmal hieß. Keine Ahnung mehr. Warte. Fist hieß er, jetzt hab ich's. Fist. Also es kann auch sein, dass es Fist ist. Juggernaut. J. Jonah Jameson. JJ aus Spider-Man. Ist ja der aggressive Typ, der bei der Bild-Zeitung arbeitet. dann der Iron Man Hulkbuster. Iron Fist. Uther Agent. Howard the Duck. Herbie. Heimdall. Hawk, kenn ich nicht. Jean Stacy. Root. Oh, hier in seiner Riesenform. Auch wieder aus Guardians of the Galaxy. Akolyt von Magneto. Malekith. Mandarin aus seinem Film. Aus Iron Man. Und Mandarin hier vom Spiel. Mary Jane. Watson. Das könnte die Frau von Peter Parker sein. Mastermind. Mini Sentinel. MODOK. Immer noch ein richtig cooler Charakter hier in dem Spiel. Moon Knight. Miss Marvel. Oh nein. Geh weg von Miss Marvel. Mysterio. Mystique. Nightmare. Nova. Peppa in ihrer Anzugsversion. Und Peppa nochmal ganz normal. Polaris. Power Man. Professor X. Psylocke. Punisher. Oh, das ist auch wieder so eine geile Serie gewesen. Ich glaube, es war es eine Serie? Ach, ich weiß nicht. Kann auch ein Film sein. Pyro. Super Skrull. Der neue, bessere Spider-Man. Ich glaube, das haben sie sich auch nur ausgedacht. Aber nicht schlecht. Star-Lord. Ich finde halt die Varianten von Guardians of the Galaxy eher nicht so geil. Stan Lee kriegt man, wenn man, glaube, ja, alle Stanleys befreit hat. Hier unten sieht man es sogar. Alle 50 muss man befreien. Warte mal, seine Hulk-Variante nochmal zeigen. So sieht seine Hulk-Variante nochmal aus.
Dann Squirrel Girl. Die wirft halt so Eichhörnchen. Spider-Woman. Silver Surfer. Silver Samurai. Shocker. Shield Agent. She-Hulk. Sandmans Schurke. Sandman. Sabertooth. Roxxon Wächter. Ronan the Exorcist. Ich glaube, das ist. Doch, das ist auf Guardians of the Galaxy 2. Rocket Raccoon. Oder nein, nicht aus dem zweiten Teil, aus dem ersten Teil. Rhino. Red Skull. Oh, der war. Ach, da war Rocket Jim auch wieder aus Guardians of the Galaxy. Hab ich ganz vergessen. Red Hulk. Hier ist nochmal seine normale Variante. Wissenschaftler Schurke. Nee, Symbiont. Dann hier auch wieder so ein Symbiont. Taskmaster. Toad. Yon-Yon Jack. Venom. Da ist doch mal seine Hulk-Variante. Viper. Die sieht schon echt geil aus. Der Geier. War Machine. Seine Silber-Variante. Und hier nochmal seine amerikanische Variante. Wasp. Wipe Flash. Kennt man auch aus Iron Man. Wizard. Und das war's auch alle. Das waren alle. Ja, alle Charaktere, die ich euch hier gezeigt habe. Ich nehme mal Stanley, weil das ist ein guter Abschlusscharakter. Weil ich will noch einen Charakter nehmen, der fliegen kann. Ach, scheiß auf Stanley. Nee, scheiß auf ihn. Denn ich will euch noch am Ende zeigen. Für die Leute, die noch nicht 100% haben, aber die gerne 100% wollen. Zum Beispiel sich die Extras sich kaufen wollen. Es gibt nämlich eine Art, wie man das am besten machen kann. Und zwar gibt es hier ein Bonuslevel, wenn ihr die Story geschafft habt. Gibt es hier ein Bonuslevel. Da gehe ich jetzt nicht rein. Es ist einfach nur so ein Bonuslevel, wo ihr Münzen farmen müsst um 1 Million. Also ihr müsst so 1 Million Münzen farmen. Und das geht da richtig schnell. So 10 Minuten dauert das. Und wenn ihr das dann 5-mal macht, könnt ihr schon Stats mal 8 bekommen. Und dann habt ihr eigentlich schon so gut wie möglich alle Stats und auch alle Charaktere. Ist ganz einfach. Gut, Leute. Dann war's das hier mit dem Projekt mit, ja, mit Lego Marvel Super Heroes. Ich fand's richtig cool. Ich habe zwar jetzt 100% gespielt, ohne es zu zeigen, aber es ist nichts Spannendes. War jetzt auf der Open World einfach nur diese Aufträge machen, es sammeln und die Level nochmal spielen. Ja, es ist eigentlich das schnellste Lego-Spiel, das man auf 100% spielen kann. Deswegen kann ich es auch empfehlen, auf 100% zu spielen. Gut, Leute, ich hoffe, ihr hat es gefallen. Meine Beine tun so weh. Ja, haut rein. Ciao, ciao.